Hey Leute und herzlich willkommen zum Abendtest hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute mal wieder was zum Duschen an, nämlich von L'Oreal Man Expert das Hydra Energy Extreme Sport Duschgel minus 3,8 Grad. Ist relativ neu, also gibt es jetzt noch nicht so lang, ist auch das erste L'Oreal Man Expert, was in einer ziemlich durchsichtigen Verpackung ist. Irgendwie cool, passt zu diesem Eistouch, ne? Minus 3,8 Grad, Hydra Energy Extreme Sport Duschgel, bin ich sehr gespannt. Ist für Körper, Gesicht, Haare, Rasur und Feuchtigkeit. Also damit könnt ihr alles machen, wie wir es von L'Oreal Man Expert kennen. Also hat einen tiefkühlenden Effekt. Ich bin da sehr gespannt jetzt beim Duschen, wie sich das auswirkt. Sonst designtechnisch L'Oreal Man Expert, ne, macht immer eigentlich alles soweit richtig. Finde ich sehr schön. Hier haben wir diese coole Regendusche. Ist relativ neu. Und ja, Flaschenkörper aus 100% recyceltem Plastik. Soweit, so gut. Kommen wir zur Rückseite. Was und wofür? Hydra Energy Extreme Sport Duschgel minus 3,8 Grad. Kühlender Effekt. Ja, da bin ich sehr gespannt. Was kann es? Mit unserem Freshness Activator angereichert, sorgt es für einen minus 3,8 Grad kühlenden Effekt auf nasser Haut. Frischer, belebender Duft für einen sofortigen Energiekick. Da bin ich gespannt, weil mir geht es gerade irgendwie nicht so gut. Deshalb, ja, ist schon mal ganz gut. Unter dermatologischer und ophthalmologischer Aufsicht getestet. Sehr gut. Warnhinweis, bla bla bla. 250 Milliliter von L'Oreal Paris. Und ja, ich mag die Duschgels immer von denen. Manche sind jetzt nicht so super sensitiv für die Haut, sage ich mal. Aber insgesamt finde ich von der Qualität und der Preis-Leistung eigentlich so diese L'Oreal Man Experts immer ganz cool. Wo ich noch gesund war, habe ich mich sehr gerne damit geduscht. So, kommen wir jetzt aber natürlich erstmal zur Gesundheitsnote. Von ToxFox haben wir hier wieder nichts gefunden. Natürlich, ToxFox hängt wie immer hinterher. Und von Yuka gibt es 72 von 100 Punkten, was ziemlich gut ist. Was besser ist als viele andere Man Experts, die wir hatten. Und deshalb bin ich auf jeden Fall gespannt. Und wir schauen uns das Ganze an und jetzt kommen wir auch zu den Inhaltsstoffen erstmal. Wir haben als Hauptinhaltsstoff Wasser, dann haben wir Natriumlauretsulfat, ne? Kennen wir. Dann Glycerin, Duftstoffe, Kokosbetain, Natriumchlorid, Zitronensäure, Menthol, Natriumhydroxid, Pentylenglykol, Kumarin, Limonen und Natriumbenzoat. Also grundsätzlich die Klassiker, wie wir es kennen, aber wem schon aufgefallen ist, ein bisschen weniger als sonst, was mich auch sehr erfreut und weshalb es von mir auch fürs L'Oreal Man Expert Hydro Energy Extreme Sport Duschgel minus 3,8 Grad als Gesundheitsnote eine 2 minus gibt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Produkt kennt oder wie ihr dazu steht, würde mich interessieren. Und ja, ich freue mich jetzt damit zu duschen. Ich bin schon gespannt, eben alles sehr durchsichtig, sehr Ding. Dann haben wir, glaube ich, fast alle L'Oreal Man Experts durch. Ich glaube, ein, zwei fehlen noch, aber den Großteil haben wir auf jeden Fall durch. Sorry, das, mir geht es irgendwie echt gerade nicht so gut. Naja, Gesundheitsnote 2 minus. Und ich dusche mich jetzt halt damit. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Ich wünsche euch was, Leute, und bis gleich. Ciao, ciao. So, Leute, da sind wir wieder frisch geduscht mit dem L'Oreal Man Expert minus 3,8 Grad. Hydro Energy Extreme Sport Duschgel. Granatenspray benutzt, Entschuldigung. Und ich muss sagen, es ist wirklich, es ist wie so ein Menthol-Touch. Also ihr seift euch damit ein, da spürst du jetzt nicht direkt eine Kälte, aber dann irgendwie auch durch den Duft und dann, ja, so ein leichtes Britzeln, so eine leichte Kühle kommt da schon mit auf jeden Fall. Also, ja, wer der Abwechslung sucht, kann es mal probieren. Mir gefällt es aber vor allem, weil es nicht, Menthol haben wir drin. Ich habe es doch vorgelesen jetzt, ne? Ich dachte es mir schon. Naja, also diese Kälte-Touch liegt vor allem am Menthol. Das riechst du auch und auch wenn du es dann riechst, dann wird dir irgendwie ein bisschen kälter als der normale beim Menthol. Und ja, Leute, so viel zum L'Oreal Man Expert. Duschgefühl ist angenehm, ist ein bisschen was anderes, ein bisschen abgespaced. Ich mag es aber eher entspannter und lässig und deshalb gebe ich hier als Duschnote eine 2+. Aber eben Gesundheitsnote 2- für ein Duschgel ganz gut, weil es eben relativ wenige Inhaltsstoffe hat. Das finde ich auf jeden Fall super. Ja, aber da draußen gibt es noch bessere. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das kennt und wie ihr es findet. Und ansonsten sehen wir uns. Nein, wann sehen wir uns überhaupt wieder? Ansonsten sehen wir uns morgen Mittag wieder beim nächsten Test. Ich wünsche euch was, immer schön happy bleiben, immer schön gesund bleiben und bis morgen Mittag, Leute. Ciao, ciao.